Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Podcast hier, die Sacred Conversations in der Lebensfreude Lounge. Und ja, ich möchte heute an ein Thema anknüpfen oder an zwei Themen anknüpfen, die wir schon in Staffel 1 angesprochen haben, in Folge 10. Da ging es nämlich um Konditionierungen und in Folge 13 ging es um das Ego. Und ich möchte da nochmal dran anknüpfen, und das Ganze noch mit was anderem verbinden, und zwar Thema Seelenplan, Bestimmung etc. Okay. Du weißt noch gar nicht, worum es geht. Genau. Ich habe nämlich kürzlich mit meinem Partner, wir haben uns unterhalten, und da sind wir auch auf das Thema Ego und Konditionierungen gekommen. Und das fand ich dann auch spannend, dass wir darüber ja schon zwei Podcast-Folgen aufgenommen haben. Und ja, ich habe halt einfach... Wir haben es, glaube ich, auch in diesen Folgen so ein bisschen so dargestellt, so Konditionierung und Ego, dass das etwas ist, was wir bestenfalls loswerden wollen. Ja? Bestenfalls das Ego klein halten, keine Konditionierung, echter werden und so weiter. Und dem stimme ich auch immer noch zu. Ich weiß auch, dass ich da gesagt habe, wir wollen das nicht verteufeln, die Konditionierungen und das Ego. Gleichzeitig ist man so geneigt dazu, in der Persönlichkeitsentwicklung da ist ja auch leicht mal so der Drang, man will immer besser werden. Und ja, ich entwickle mich weiter, ich verändere mich ständig, ich strebe immer wieder mehr und Neues an. Und das Witzige ist, das ist ja auch schon wieder so eine Ego-Falle, die uns da, wo das Ego dann auf einmal spirituell wird und uns auch da wieder erzählt, wir seien schon wieder nicht gut genug. Und da wollen wir natürlich auch dieses Ego und die Konditionierungen irgendwie loswerden. Also auch all das, so wie wir uns so verhalten, und wir wollen echt werden, wir wollen authentisch sein und so weiter und wollen uns gut fühlen, und zwar ehrlich gut und wirklich gut fühlen und nicht einfach nur, weil wir irgendwie was kompensieren. Und ich habe mich so mit meinem Partner darüber unterhalten. Und dann kamen wir halt wieder zu diesem Punkt, wo wir gemerkt haben, ah, okay, wir wollen jetzt hier schon wieder diesen Anteil von uns loswerden. Und dann kam mir so ein Gedanke, den ich jetzt gerade hier halt mit dir, mit euch teilen will. Und zwar, was wäre, wenn deine Konditionierungen, deine Prägungen und alles, was du so erlebt hast oder wie du dich so verhältst, was wäre, wenn das zu deinem Seelenplan dazugehört und zu deiner Bestimmung dazugehört? Und wir können weitergehen. Was wäre, wenn alles, was du bisher erlebt hast, all die Enttäuschungen, alle Verletzungen, alles, wo irgendwas schiefgelaufen ist, alles, was nicht so gelaufen ist, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast, wie du es dir gewünscht hast, alles, was auch in deiner Kindheit passiert ist, und ich meine wirklich alles. Auch wenn da vielleicht ein paar Sachen sind, wo wir denken, das war doch jetzt wirklich nicht notwendig. Aber was wäre, wenn du das Ganze mal unter dem Blickwinkel siehst, dass das alles zu deinem Seelenplan dazugehört? Und dass das letztendlich das ist, was dich, warum du hier bist. Und zwar nicht auf die Art und Weise, so du bist hier, um dieses Leid zu erfahren oder Schmerz oder sowas. Nicht in diesem Sinne, sondern dass du daraus erwachsen kannst, rauswachsen kannst, dich entwickeln kannst. Und dann fangen wir auch an,
beziehungsweise hören auf damit, Konditionierungen, Glaubenssätze, das Ego und was auch, was weiß ich nicht alles, hier auf unserem spirituellen Persönlichkeitsentwicklungsweg zu verteufeln, sondern lernen, diese Dinge wirklich anzunehmen und als Geschenke zu sehen. Denn jeder einzelne Mensch hat ja sehr unterschiedliche Prägungen erfahren, sehr unterschiedliche Dinge erlebt, oft auch ähnliche Sachen, aber jeder hat da irgendwie anderes draus genommen und vielleicht haben zwei Personen was ziemlich Gleiches erlebt, aber die eine hat da draus irgendwas noch mitgenommen in ihr späteres Leben, die andere halt nicht. Und somit hat ja jeder so sein einzigartiges Vergangenheitsbild und sein einzigartiges, seine einzigartige Persönlichkeit, sein einzigartiges Leben, das sich aus all diesen Facetten ja auch zusammensetzt. Und was wäre, wenn all das notwendig war, dass du, also was wäre, wenn das ganz einfach zu deiner Bestimmung dazugehört hat? Und ich will hier jetzt auch nicht sagen, dass wir in Zukunft weiterhin irgendwie solche Erfahrungen machen müssen oder so, oder solche unbewussten Erfahrungen, oder dass wir uns gar nicht weiterentwickeln müssen oder dass wir in Zukunft auch noch mit unangenehmen Erfahrungen rechnen müssen. Das will ich überhaupt nicht sagen. Nur du kannst von deinem jetzigen Stand aus, wo du aus der Vergangenheit kommst und in die Zukunft gehst, kannst du ja das Ganze als Geschenk nehmen und da mal schauen, was da vielleicht für dich drin steckt, das wirklich deinem Seelenplan entspricht, weil das ist ja absolut einzigartig. Und ich denke, du hast da auch einiges zu sagen. Ja, ich überlege gerade, wo anfangen. Das ist so ein großes, unendliches Feld. Und wenn wir es mal ganz neutral betrachten und jegliche Bewertung und Beurteilung rausholen. Wir sind mal hierher gekommen, unsere Seele, die im jetzigen Körper, den jetzigen Körper, die jetzige Familie sich ausgesucht hat, um Erfahrungen zu machen. Und wenn wir es mal von einer anderen Ebene aus betrachten, völlig bewertungs- und beurteilungsfrei. Und das ist manchmal dann natürlich schon hardcore, je nachdem, welche Erfahrungen man im jetzigen Körper gemacht hat. Es unter dem Aspekt zu sehen, dass für die Seele alles gleichgültig ist, dass alles eine gleiche Gültigkeit hat. Und so gesehen, da wir ja in einem Kosmos leben und Kosmos aus dem Griechischen kommt, übersetzt heißt Ordnung, es hat alles seine perfekte Ordnung, auch wenn man denkt, mein Gott, was ist da draußen für ein Chaos und was habe ich für ein chaotisches Leben und. Es hat dennoch alles seine perfekte Ordnung. Das sieht man vor allem daran, dass wenn man zurückblickt auf gewisse Erlebnisse im Leben, das wissen wir auch von Menschen, die wirklich einen heftigen Unfall gehabt haben, sei es inzwischen im Rollstuhl sitzen oder was auch immer, wenn die ganz offen darüber sprechen, haben sie so wertvolle Erkenntnisse daraus bekommen oder ihrem Leben sogar dann eine neue Richtung geben können, wo sie rückblickend sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Wenn man natürlich mittendrin steckt, natürlich wünscht man sich anderes. So, also so gesehen hat alles seine perfekte Ordnung. Und wie du schon gesagt hast, das Ego und die Konditionierungen, wenn wir da auch mal jegliche Bewertungen rausholen, es sind ja letzten Endes nur die Bewertungen, die wir da drauf geben. Das ist schlecht, das ist gut. Wenn wir alles neutral sehen, können wir da so, so viel Druck aus vielem rausnehmen und im Außen auch viel erkennen, was das Außen uns spiegelt und mit einer radikalen Ehrlichkeit zu sich selbst. Wir können andere vielleicht noch versuchen zu belügen, aber uns selbst ja nicht. Weder das eine noch das andere macht Sinn. Da kann man ganz, ganz viel draus erkennen, die Botschaften der Seele, worum es jetzt wirklich im Leben geht. Und wenn man zurückblickt, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, wo es viele, viele Situationen gab, die überhaupt nicht prickelnd waren,
vor allem wenn ich dann mittendrin gesteckt hatte. Es hat alles dazugehört und je mehr ich begonnen habe, das anzunehmen und die dahinterliegende Botschaft zu erkennen, umso mehr habe ich den wahren Sinn meines Daseins erkannt, auch meinen Seelenplan. Und ich kann mich noch so gut an die Situation erinnern, wo es um das Entdecken meines eigenen Seelenplanes ging. Ihr Lieben, ich habe nicht da gehockt und habe himmelhoch jauchzend und gejubelt. Yes, darauf habe ich gewartet, das ist es. Sondern ich habe eher da gehockt, okay, das gehört jetzt zu meinem Seelenplan, das ist jetzt der wahre Grund meines Daseins hier. Ein paar Mal drauf geatmet und habe es angenommen, bin diesen Weg weitergegangen, weil schon eine Instanz auch in mir da war, die gesagt hat, ja, das ist es jetzt, geht das. Es gibt immer unterschiedliche Reaktionen. Ich meine, ich bin ja jetzt schon so lange in der Richtung unterwegs, weiß nicht, wie viele hundert Menschen ich in der Richtung schon begleitet habe. Einige haben wirklich gejubelt und gesagt, ja, toll, das ist es, worauf ich gewartet habe. Bei anderen waren es so berührende Momente, wo wir dann auch teilweise beide vor der Kamera gehockt haben, also mein Gegenüber und ich, und so zu Tränen gerührt waren. Und andere, da gab es dann erstmal so der Widerstand. Bei mir war es ja so ein Zwischending. Und selbst bei denen, die, wo ich dann gesehen habe, oder ist so ein Widerstand da, ganz, ganz viele haben im Nachhinein, um es jetzt bewertend zu sagen, doch noch die Kurve gekriegt, weil wenn ich den einen oder anderen oder die ein oder andere sehe, die mir jetzt inzwischen auf Social Media begegnet, wo ich denke, wow, und nochmal gucke, ist das wirklich die oder ist das wirklich der, was für sensationelle Entwicklung sie inzwischen gemacht hat. Also auch das ist eine Bewertung und Beurteilung und es darf auch oftmals ein bisschen Geduld mit dabei sein. Man darf sich da auch hinein entspannen, hinein entwickeln. Natürlich hätten wir von jetzt auf gleich oftmals gerne andere Realitäten, andere Lebenswirklichkeit. Wenn wir aber radikal ehrlich zu uns sind und von jetzt auf gleich eine völlig andere Lebenswirklichkeit hätten, ich gebe ja auch immer eine gerne Anleitung, erstmal so auch als Basis, wie schaut denn deine neue Identität, dein neues Leben aus? Wenn wir von jetzt auf gleich eine völlig andere Realität hätten im Außen, da wären wir ja auch mal konfus. Da würden wir auch denken, wie, was ist denn jetzt hier los? Und würden total neben uns stehen. Also es geht auch viel dabei, sich da hinein zu entspannen, hinein zu entwickeln, möglichst wenig zu be- und verurteilen. Ob uns das ganz gelingt, nie etwas zu be- und verurteilen, mag ich wirklich zu bezweifeln. Also wenn ich von mir ausgehe, ich ertappe mich immer schneller dabei, aber ich bin auch davon entfernt, nichts zu bewerten und zu beurteilen, weil sonst wären wir, glaube ich, erleuchtet. Und ich glaube, das wäre auch langweilig, wenn wir so den Heiligen Gral entdecken würden und wir werden plötzlich erleuchtet. Diese ganzen Erfahrungen, die wir machen, wenn wir es mal mit Freude, mit Spaß, mit Leichtigkeit sehen. Und dazu sind wir ja auch eigentlich hierher gekommen, um Freude und Spaß zu haben. Das wollten wir ja als Kinder alle. Dann ist das letzten Endes die Erfahrungen auch so wie das Salz in der Suppe. Und ich habe sinnigerweise gestern noch so eine interessante Botschaft aus dem universellen Feld bekommen. Gerade wenn man in einer ganz schwierigen Situation sich gerade wiederfindet, wie wäre es, wenn man gerade in der Situation sich dazu entscheidet, Freude, Spaß und Leichtigkeit zu haben, das mal unter einem anderen Aspekt zu sehen und sich erlaubt, den Fokus in dem Moment schon in eine andere Richtung zu lenken und zu wissen, es ist gerade überhaupt nicht prickelnd, aber da steckt genau mein nächster Schritt drin. Ist auch eine Challenge. Aber da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin. Ne? Ja, dass wir auch die Perspektive verändern auf diese Situationen, die uns eben nicht gefallen, dass wir daraus eine Situation machen oder darauf blicken, so nach dem Motto, hey, daraus kann noch viel Großartigeres entstehen. Weil da gibt es so dieses Beispiel vom Lego-Haus, das man sich baut mit diesen Klemmbausteinen. Du baust ja dieses Haus und um was Neues, Großartiges zu erstellen und aufzubauen, musst du erstmal das Alte einreißen. Und dann hast du erstmal wieder nur diese Steine vor dir liegen. Und im Leben fühlt sich das nicht einfach nur an, als würden da so ein paar bunte Klemmbausteine liegen, sondern das fühlt sich dann eventuell auch mal anders an. Aber dass wir dann
da drauf blicken, nicht als kaputten Haufen, sondern vielmehr als Möglichkeiten für noch was echt viel Genialeres. Ja. Und vor allem, ganz, ganz, ganz wichtig, wir dürfen uns in diese Reise verlieben, in die Reise des Lebens. Weil das ist auch etwas, was ich viel wahrgenommen habe bei mir, dieses Persönlichkeitsentwicklung, das hab's ja auch schon am Anfang gesagt, wir versuchen so leicht immer wieder besser zu werden, noch was besser zu machen, noch weniger Ego, noch mehr Liebe, noch mehr dies, noch mehr das. Wir wollen immer irgendwas verbessern. Und das finde ich auch wichtig. Das ist aber nur die Hälfte des Ganzen. Weil wenn ich immer nur am Verbessern bin, und dann bin ich ja niemals gut genug. Und ich hänge auch die ganze Zeit nur in der Zukunft rum. Mhm. Und bin gar nicht wirklich richtig angekommen im Moment jetzt. Mhm. Und dann werde ich, das ist auch sehr spannend, in dem Moment, wo ich, sollte ich wirklich durch diesen Weg alles erreichen, was ich mir wünsche, ich werde immer noch nicht glücklich sein. Mhm. Wenn ich dann alles habe, was ich jetzt weghaben will, was ich jetzt verbessern will oder was auch immer, wenn ich all das erreicht habe, werde ich dann in diesem Leben immer noch nicht glücklich sein. Weil ich dann ja immer noch drauf fixiert bin, was zu verbessern. Und wenn es nichts mehr zu verbessern gibt, fehlt mir vielleicht sogar für einen Moment der Sinn. Weil manchmal machen wir sogar dieses Verbessern zum Sinn in unserem Leben. Mhm. Und davon dürfen wir uns auch lösen und viel mehr verstehen, dieses Verbessern, dieses Weiterentwickeln, dieses immer besser werden, ist die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist das Verstehen, dass alles genau richtig ist. Dass du jetzt schon perfekt bist, dass du jetzt schon vollkommen bist und eigentlich gar nicht mehr besser werden kannst. Das klingt paradox, aber es ist die zweite Hälfte dieser Wahrheit, dieses zweite Ding. Und deswegen dürfen wir uns so sehr in diese Reise verlieben und das jetzt genießen. Weil je mehr ich das jetzt genießen kann und wirklich mit mir sein kann und einfach mir erlauben kann, das, was jetzt ist, anzunehmen und zu feiern, so wie es jetzt ist, egal wie es aussieht, egal ob das jetzt ein angefangenes Lego-Häuschen ist oder ob das noch der Haufen Klemmbausteine da ist, der da vor mir liegt. Wenn ich das feiere, was jetzt ist, dann werde ich das, was ich in Zukunft bekomme, das Leben, was ich mir aufbaue, noch viel mehr genießen können. Mhm. Mhm. Dann werde ich es noch viel mehr genießen können. Ja. Was mir in diesen Situationen geholfen hat, früher, als ich vieles noch viel, viel schwerer empfunden habe und so davon im freien Leben geträumt habe, von mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit, als das gefühlt Lichtjahre von mir entfernt war, die Situation einfach mal so in zwei, drei Worten auf den Zettel zu schreiben und aus der Vogelperspektive zu betrachten. Das heißt, ich habe den Zettel auf den Boden gelegt, habe vorne dran einen Stuhl gestellt, habe mich auf den Stuhl gestellt oder notfalls auch schon auf dem Tisch gestanden und habe von der Perspektive runtergeguckt. Das klingt total spooky, aber mach das mal. Du wirst merken, dass du auf eine andere Art und Weise auf die Situation blickst, einfach so von einer Distanz raus, und das kommt dir dann plötzlich, ja, das kommt dir plötzlich leichter vor. Es ist gerade schwierig für mich, das in Worte zu fassen. Du siehst es aus einer Distanz und es gelingt dir besser, dann auch mal in die Energie reinzugehen, wie denke ich über die Situation in einem Jahr, in nächstes Jahr um diese Zeit nach, wenn ich mich überhaupt noch dran erinnere. Also das nimmt so ein bisschen den Druck raus, das switcht die Energie, das hilft dabei, einfach den Fokus nochmal dahin zu richten, wo es ja dann wirklich hingehen darf. Das sind Dinge, die mir immer geholfen haben. Und auch noch zu dem, was du eben gesagt hast, jeder macht ähnliche Erfahrungen, und vor allem innerhalb von einem Familiensystem meint man ja auch Geschwister, gleiche Eltern und gleiche Entwicklung, gleiche Erfahrungen. Ist mir so eine Geschichte eingefallen von zwei Brüdern,
die einen Papa hatten, der halt dem Alkohol sehr angetan war. Das eine Kind ist auch in seinem Leben zum Alkoholiker geworden und hat es dem Papa nachgeahmt, und der andere hat ein total erfolgreiches Leben sich aufgebaut auf seine Art und Weise und nie einen Tropfen Alkohol angerührt. Also das ist so ein gutes Beispiel, dass es immer an einem selbst liegt, wie gehe ich mit den Situationen im Außen um, und die beiden sind im gleichen Elternhaus aufgewachsen. Ja? Also wir dürfen auch aufhören, uns die Geschichte zu erzählen, weil das in meinem Elternhaus so und so war. Das ist die Verantwortung abzugeben. Also da hätte ich 1000 Gründe gefunden, in ollen Schuhen drin stecken zu bleiben, wenn ich mich nach meinem Elternhaus gerichtet hätte. Ich habe ja immer gedacht, ich bin hier falsch. Habe ja immer gedacht, ich gehöre hier nicht hin, bin ein Findelkind. Bin im Krankenhaus vertauscht worden oder was auch immer, ja. Bis ich dann erfahren habe, nee, ich bin zu Hause geboren, da dachte ich, kann ja dann nicht sein, dass ich vertauscht wurde. Hat ja doch anscheinend seinen Sinn, dass ich in dieser Familie inkarniert hatte. Also ich hatte ein gutes Elternhaus, meine Eltern haben das Allerbeste für mich gegeben und ich hatte jetzt keine schwierige Kindheit in der Richtung, aber trotzdem habe ich mich immer irgendwie falsch gefühlt und, genau. Also es liegt immer an einem selbst, das Allerbeste aus jeglichen Situationen zu machen. Und das ist das, was unsere Seele auch mit uns möchte. Erfahrungen machen. Alles hat seine gleiche Gültigkeit. Nicht im Sinne, auch vor allem wichtiger Hinweis, dass das, was einem bislang widerfahren ist, sei es im Elternhaus oder später im Leben, dass es darum geht, einverstanden zu sein mit dieser Situation, sondern es unter dem Aspekt der gleichen Gültigkeit zu sehen. Und die Bewertungen und Beurteilungen, die wir drauf geben, das ist das, was dann die Schwere reinbringt. Und je mehr wir das rausholen und in Frieden damit kommen und sagen, okay, es gehörte zu meinem bisherigen Lebensweg dazu, und dann nochmal zu sehen, was habe ich denn daraus gelernt, was sind meine Meisterschaften daraus, um dann gegebenenfalls anderen Menschen auch dabei zu helfen. Weil es gibt so viele Bereiche, wo du einen entscheidenden Schritt weiter bist als viele Menschen da draußen. Und das mag unter anderem der Plan deiner Seele sein, deine Botschaft da mit der Welt da draußen zu teilen. Das ist ja auch eine natürliche Ader in uns, anderen Menschen auch zu helfen oder der Natur zu helfen, ein Beitrag für die Welt zu sein. Aber nicht unter dem Aspekt des Helfersyndroms, sondern unter dem Aspekt, so zu helfen, dass das Gegenüber auch wirklich alles aufnimmt an deiner Hilfe und auch umsetzt und auch wirklich Resultate erzielt und du natürlich auch in deiner wahren Kraft, Größe und Stärke bist, ja? Also helfen eher im Sinne von Beitrag sein. Beitrag sein, genau. Und ja, ich will an dieser Stelle noch einmal drauf eingehen, zum Thema auch die Reise genießen und wirklich da zu sein im Leben. Und Persönlichkeitsentwicklung. Also all das, was wir jetzt hier gesagt haben, würde ich nochmal zu einem Abschluss bringen. Für uns ist es ja so, wir haben ja ein Signature-Programm Divinity. Und Divinity ist Englisch für Göttlichkeit und das ist so dieses Lebensgefühl. Also das ist einfach ein Wort, wie wir so ein bestimmtes Lebensgefühl beschreiben. Und gerade auch in Divinity geht es uns ganz, ganz viel darum, dass wir wirklich da ankommen, wo wir schon sind. Also, Divinity ist genau diese Verbindung, von dem ich entwickle mich weiter zur großartigsten Version meiner selbst und gleichzeitig weiß ich, es ist alles schon da. Also ich entwickle mich, ich wickel alles weg, was da um meinen goldenen, diamantenen Kern drumherum gewickelt ist und lege das alles frei. Und natürlich habe ich dann auch Konditionierungen, die mir über den Weg laufen, Prägungen, mein Ego, irgendwas aus der Vergangenheit, ne, was mir da über den Weg läuft. Und ja, das gucken wir uns natürlich auch an. Und vor allem auch unter dem Aspekt, was ist das für ein Geschenk, dass das alles da ist. Und dann wachsen wir weiter, wachsen in diese große Identität, in dieses große Leben rein, in diese Divinity einfach. Dieses Erkennen, dass alles schon da ist und die Reise zu genießen. Weil Divinity
Und unsere Arbeit richtet sich nicht darauf aus, was zu werden, im Sinne von, ich bin jetzt noch nichts und ich werde erst was, oder ich muss mir erst noch was aneignen, oder ich brauche noch ein bestimmtes Wissen oder so. Es geht nicht darum, dass du noch irgendwas Besonderes dazulernst, sondern vielmehr darum, dass du das lebst, was du wirklich bist, was du in Wahrheit bist, was da in dir ist. Und was eben durch diese alten Schichten, die alten Prägungen etc., was dadurch einfach so eingepackt war und noch nicht so ganz raus konnte. Und darum geht es einfach, das Ganze auszupacken. Puh. Genau. Danke, danke, danke für dein Dabeisein. Bis dann. Ciao, ciao.